Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir hier unseren guten Freund mit Stein versorgt, denn wir haben offiziell unsere erste Steinmine in einer Nachbarortschaft gegründet und eine neue Busverbindung aufgebaut, die jetzt hier dauernd Leute transportiert und von A nach B bringt, was sehr gut funktioniert, wie scheint. Können wir gucken, wie gut die sich aktuell halten. Er verbessert sich, er ist im guten Plus, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass sich das noch anpassen wird. Wie gesagt, wir haben ein bisschen an der Stadt umgearbeitet, um dieses überhaupt in Bewegung setzen zu können, so wie es ist. Lustigerweise machen sie hier keinen Transfer, habe ich das Gefühl, teilweise. Oder sie kriegen nicht die Leute hin, die sie brauchen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert es nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Die Ortschaft haben wir noch nicht im Versorgungsplan auch drin. Das kommt alles noch hoffentlich irgendwann mal. Und wie gesagt, ich würde gerne irgendwann diese Produktion hier mal wegschaffen. Müssen wir halt schauen, wie und wann und wo. Weil das ist halt doch viel, was ich aufgebaut habe. Das müsste ich alles verschieben, neu designen, zusammensetzen und dann wieder rauskriegen. Das kann natürlich Aufwand werden, wird auch Aufwand. Wie man es aber schon am schlauesten macht, sehen wir dann. Aber das kann später unser Konzern sein. Wir haben fast wieder 4 Millionen am Konto. Ich würde mich jetzt halt erstmal interessieren, neue Depots für Züge, neue Züge einführen und neue Transportwege. Das könnte alles sehr, sehr interessant werden, aber es dauert noch eine Zeit, bis das hier durchkommt. Ich habe schon überlegt, ob ich hier noch ein zweites Labor hinsetze. Was ich gleich auch jetzt mal währenddessen mache, weil aktuell ist es sowas von wurscht. Nope, nicht nochmal für 200.000 noch ein Labor, sondern ich würde gerne Labor 3 hier sagen. Forsch damit bitte. Damit wir bald mit der Steinproduktion auch beginnen können. Das wäre unsere erste Produktion, die nach oder oben verlegt wird. Unsere Kohlereserven sind hier nicht schon bei 92.000. Das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben 90.000 hier schon abgebaut. Wir haben hier fast eine komplette Kohlemine zerrissen. Hier oben haben wir noch 111, aber der geht auch schon bergab. Irgendwo, wie schaut es mit unserem Holz aus? 54.000. Da müssen wir bald was machen, wahrscheinlich. Aber wir haben hier noch einen neuen Forest. Bedeutet, wir könnten hier eine Abzweigung machen und das dann zur Hauptzentrale bringen. Bedeutet, wo haben wir denn hier Holz? Hier haben wir Holz und hier haben wir die Möbel und alles. Oder wenn wir hier zwei Abteilungen machen, die zersägen und wieder zurückbringen und dann noch die Möbelproduktion, dann sollte das gehen. Dann hätten wir das schon mal abgeschlossen, rein theoretisch. Das sollte dann hoffentlich gut funktionieren auch. Aber wie gesagt, du musst halt immer ein bisschen gucken, was du machst und wo was. Ob man da nicht sogar dezentral ein bisschen was machen muss, ist die Frage, aber ich will halt eigentlich nicht, ne? Ich würde sehr, sehr ungern, wenn man es so nennen will, das machen. Aber wer weiß, was passiert. Wie gesagt, wir schauen jetzt mal, wie weit das geht, wie lange das noch einigermaßen spannend bleibt, das Game. Und dann werden wir eh eine neue Serie auch mal wieder in Zukunft beginnen. Jetzt ist der 53 von 75, das ist schon mal gut. Die Steinversorgung hält sich, würde ich sagen. Wo ist die Stein? Da ist Stein. Nee, das ist Holz. Wo Stein? Steinis. Ah, der... Oh, da, die haben das schon verbraucht. Lol. Bedeutet, wir bräuchten rein theoretisch sogar noch mehr Stein. Ich reduziere jetzt mal auf die Hälfte. Weil ich glaube, aktuell reicht das sogar. Ganz gut. Die Ortschaft ist verbunden. Wir müssen eigentlich die komplette Ortschaft hier mal auch durchriggen. Und verbinden mit neuwertigen Bushaltestellen. Weil damit halt hier die Leute auch zum Bahnhof kommen und dadurch die Bevölkerung steigt. Wie schaut es hier aus? Wirtschaft ist 4 von 7. Ja, Kupferbahn haben wir halt noch nicht. Ah, ne, Eisen. Der will Eisenbahn. Die können wir ihm liefern. Eisenbahn ist absolut kein Problem, mein Freund. Ich gebe dir eine Finanzspritze, schnell. Hat die mich jetzt ernsthaft 3 Millionen gekostet, die Finanzspritze?
Holy crap. Ah, nee, ich... Oh Gott, ich habe den falschen Button gedrückt. So, Eisenbahn. Bringen sich 500 rein, theoretisch. Insolvenz vermieden. So, er hat hier ein Eisenlager. Ich brauche aber nicht so ein Eisenlager. Hier, wie hier. Können wir doch bestimmt eins noch hier hinsetzen, oder, mein Freund? Ich bräuchte bitte ein Lagerhaus. Und dann einen Anschluss an meine Reserven. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass die Eisenproduktion abhält, sobald ich das mache jetzt. Also ich glaube es halt nicht. Ich habe noch nicht mal hier zugestimmt, dass hier alt Eisen reinkommt. Aua. Da sieht man wieder, was das Problem ist an so beschränktem Platz. Wir müssten jetzt hier rein theoretisch wieder ausbauen. Uns fehlt einfach der Platz. Ich muss ausbauen, Leute. Ich muss ausbauen. Ich will da hinten jetzt Eisen hinliefern und ich muss irgendwie ausbauen. Bedeutet, hier muss eine neue Produktion hin. Bedeutet Abriss von Gebäuden wieder. Tun wir den Ortschaft verkleinern. Du stehst mir jetzt auch im Weg, ganz ehrlich. So. Ich muss das alles auf eine Ebene wieder ausbauen, damit wir genug Platz haben zum Arbeiten. So. Und dann geht wieder unsere Eisenproduktion an. Am besten enden wir das so, ne? Weil dann kann man direkt hier einfach ableiten. So. Dann tun wir schon mal die Ableitekabel legen. So, und dann können wir hier, warte mal, am besten ist, üben wir eigentlich das anstatt so. Einfach so regeln, dass wir sagen, hey. So. Und dann brauchen wir jetzt hier einen Tunnel. Ja, warte mal, dann tun wir jetzt hier so legen. Reißen das hier ab. Das auch nochmal. Und machen hier eine Förderbandverbindung, Tunnel. Speichern. In dem Moment, wo ich drauf drücke, ich denke schon, ich habe wieder das Spiel, hat sich wieder aufgehängt. So. So, die Kohle lasse ich auch wieder mit Tunnel abfördern. So, dann machen wir jetzt hier Brücken drüber. Das funktioniert sehr schön. So, machen wir die Brücke wieder, falls wir jemals ausbauen müssen, können wir das dann jederzeit machen. Müsste von der Position passen, ja. Dann kann das da immer durch. Jetzt checken wir noch die Förderbandrichtungen. Die Richtungen stimmen auch. Rein, rein,
Rein, rein, rein, rein. Raus, 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 raus. Jetzt tun wir hier über sagen Eisen, 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 Eisen und Eisen. Schau, jetzt müssen die nachproduzieren. Wenn alles gut läuft, sollte die Produktion hier gut nachlaufen. Und wir genug produzieren können. Ist halt nur die Frage, ob wir es schaffen. Ich werde euch mal jetzt fürs kurze Zeit auch hier anschließen. Weil wir echt einen Mangel haben. Und die steht ganz gut da aktuell. Dann sollte das hoffentlich ja kein Problem sein. Oder auch schon. Es kommt halt nichts mehr hinterher. Schau mal, wenn das Ende hier ankommt, dann... Das lagert sich nicht mal. Das wird verbrannt und geht raus. Doch, jetzt lagert sich was. Lol. Für ein paar Sekunden. Dann war es auch schon wieder vorbei. Ich glaube, das kommt auch darauf an, wie schnell wir mit dem Nachliefern kommen. Solche Phasen haben, dann geht natürlich mehr rein, ne? Das ist dann wieder was anderes. Dann geht da mehr. Ah, die Produktion stockt jetzt. Ja, sie stockt auf. Perfekt, gut. Sobald die sich aufstockt und dann eh stoppen anfängt auch ein bisschen, dann ist alles wieder rum. Im Fall Aschern, dass es hier in die falsche Richtung macht. Das macht natürlich auch was aus, wenn das hier nicht produzieren kann. So. Jetzt fängt es an, wieder eh aufzustocken überall. Perfekt. Und jetzt können wir noch einen Zug zahlen. Hier gehen einfach die Züge rein raus, wie sonst noch was. Wo war die Eisenproduktion hier unten? Ne? Die hat aber kein... Die bekommt nichts ab hier unten. Genau. Wir kaufen für den einen Zug. Ist, welche Produktion ist fertig? Stopp, 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 stopp. Habe ich neue Depots. Yes. Kann ich das einfach so ersetzen? Nee, schade. Aber ich werde es ersetzen. Weil ich will dieses neue geile Zugdepot sehen. Nice. Aber Leute, ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns an, was für Züge wir da rauskriegen. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.